Live vom 20.03.2023 mit Debbie und Reinhard Hirtler. Übersetzt von Petra 1 zu 1, gesprochen von Peter, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wir sind zurück in einem Live und beantworten wieder Fragen. Erste Frage. Beginnen wir mit dieser. Was ist der freie Wille, den Gott uns gegeben hat? Was sind die Grenzen im Hinblick auf den Willen Gottes? Antwort von Reinhard. Das ist eine sehr einfache Frage. Der freie Wille bedeutet, dass du die Erlaubnis hast, gegen Gottes Willen zu rebellieren. So einfach ist das. Gott hat dir den freien Willen gegeben und mit diesem freien Willen hast du die Erlaubnis, alles zu tun, was er nicht möchte. Ist das nicht unglaublich? Was für ein Gott! Im Garten Eden sagte Gott den Menschen ganz klar, was sein Wille war und er teilte ihnen auch die Konsequenzen mit, wenn sie ihn nicht tun. In seiner unergründlichen Souveränität hat er dem Menschen die Freiheit gegeben, das zu tun, was er möchte. Deshalb hat Gott auch nicht die Kontrolle über diese Welt, denn in seiner Souveränität gab er die Kontrolle der Welt den Menschen. Er teilte den Menschen seinen Willen mit und erlaubte ihm dann, das zu tun, was nicht der Wille Gottes ist. Und das wird so bleiben, bis Jesus eines Tages zurückkommt. Dann wird er sein Königreich aufrichten und dann wird auch sein Wille getan werden, denn er wird die Erde regieren. Aber jetzt regiert er nicht, die Menschen regieren. Wie kannst du nun wissen, dass du den Willen Gottes tust? Du musst ein Leben der permanenten Hingabe führen. In Intimität mit Jesus leben und die Anweisungen lesen, die er uns im Neuen Testament durch die apostolischen Lehren gegeben hat. Dort steht, wie wir unser Leben führen sollen. Und jetzt gebe ich dir noch einen einfachen Schlüssel, durch den du immer weißt, dass du den Willen Gottes tust. Willst du wissen, was das ist? Schau, Jesus sagte, ich gebe euch ein neues Gebot, so zu lieben, wie ich geliebt habe. Wenn du also nicht weißt, was Gott in einer bestimmten Situation von dir möchte, dann tu einfach das Liebevollste. Auf diese Weise tust du den Willen Gottes. Denn du kannst allen Glauben und alle Offenbarung haben. Doch wenn du keine Liebe hast, dann hast du den Willen Gottes nicht getan. Siehst du, wie einfach das ist? Nächste Frage. Okay, das hängt mit der vorigen Frage zusammen. Ich werde es deshalb nur schnell erwähnen. Die Frage lautet, was bedeutet die Souveränität Gottes? Kontrolliert er unser Leben? Antwort von Reinhard, nein, ich glaube nicht, dass er uns kontrolliert. Schau, Gott ist souverän, das heißt, Gott kann tun, was immer er will. Doch was die meisten Menschen nicht verstehen, ist Folgendes. In seiner Souveränität, in der er tun kann, was immer er will, hat er beschlossen, bestimmte Dinge nicht zu tun. Und er hat das in seinem Wort aufgeschrieben. Er hat einen Bund mit uns durch Jesus Christus gemacht und Gott sagte, ich werde nie außerhalb meines Bundes handeln. Kann Gott in meinem Leben also tun, was immer er will? Nein, das kann er nicht. Die Bibel sagt in Titus, Gott kann nicht lügen. Siehe Titus 1,2. Und nachdem Gott den Bund aufgerichtet hat, muss er nun innerhalb des Bundes handeln. Er muss. Aber wenn er souverän ist, warum
muss er diese Dinge dann tun? Weil er in seiner Souveränität beschlossen hat, dies ist die einzige Weise, wie ich handeln werde. Ich garantiere dir das. Theoretisch könnte er also tun, was immer er will. Theoretisch ja. Doch in der Praxis kann er es nicht tun. Denn in dem Moment, in dem er entgegen den Aussagen handelt, die er in seiner Souveränität gemacht hat, würde er sich zum Lügner machen. Und Gott ist kein Lügner. Er sagte auch, ich werde das Leben der Menschen nicht kontrollieren. Also wird er es nicht tun. Du selbst musst die Konsequenzen deiner Entscheidungen tragen. Nächste Frage. Wie kann ich meine Bestimmung kennen? Antwort von Reinhard. Schau, du wirst deine Bestimmung nie so kennen, wie du es gerne möchtest. Ich würde gern wissen, wer diese Frage in die Herzen der Menschen gepflanzt hat. Debbie wirft ein, du solltest ein Buch darüber schreiben. Reinhard. Ja, vielleicht sollte ich ein Buch darüber schreiben, du hast recht. Die Leute denken, ihre Bestimmung ist das, was sie tun müssen. Aber das ist nicht deine Bestimmung, selbstverständlich nicht. Ich spreche immer von unserer grundsätzlichen wichtigsten Bestimmung und dann gibt es noch eine zweitrangige Bestimmung. Die Leute wollen immer wissen, was ihre zweitrangige Bestimmung ist. Was will Gott, dass ich tue? Wo will er, dass ich lebe? Wen soll ich heiraten? Vergiss das alles. Kolosser 1, 15 bis 16 sagt Folgendes. Jesus ist das Ebenbild des Gottes, den wir nicht sehen können. Und dann steht dort, alles, auch du, alles wurde erschaffen für Jesus. Das ist deine Bestimmung. Deine Bestimmung ist also nie etwas, das du tust. Deine Bestimmung ist, die Braut von Jesus Christus zu sein. Du wurdest für Jesus selbst geschaffen. Das heißt, wenn du in Intimität mit Jesus lebst, erfüllst du deine Bestimmung. Aber Reinhard, muss ich gar nichts für Jesus tun? Nein, wenn es nicht aus Intimität heraus geboren ist, dann nicht. Und wenn du es zu deiner Bestimmung machst, in Intimität mit Jesus zu leben, das heißt, du lässt ihn dich lieben und du liebst ihn und auch alle um dich herum, dann wirst du nie wieder diese Frage stellen, was ist meine Bestimmung? Denn aus der Intimität heraus wird Jesus dir zeigen, was er von dir möchte. Ich persönlich bin in meinem Herzen zu der Überzeugung gelangt, dass keiner, der in Intimität mit Jesus lebt, jemals die Frage, was ist meine Bestimmung, stellt. Und jeder, der diese Frage stellt, lebt nicht in Intimität mit Jesus. Er hat dich für sich selbst geschaffen. Er braucht keine Arbeiter. Deshalb hat er dich nicht geschaffen. Er hat die Engel. Sie sind damit beschäftigt, für ihn zu arbeiten und sie gehorchen ihm perfekt. Aber deine Bestimmung ist, in Intimität mit Gott durch Jesus Christus zu leben. Und aus dieser Intimität heraus stolperst du einfach in das hinein, was du tun sollst. Debbie fährt fort. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel dafür. Du bist verheiratet und hast eine intime Beziehung und dein Mann sagt, oh, ich hätte jetzt wirklich gerne eine Tasse Tee. Aus deiner Liebe und Intimität mit ihm heraus sagst du dann, ja klar, ich gehe und mache dir eine Tasse Tee. Oder er sieht, wie die Kinder leiden und er sagt, oh, ich will wirklich etwas tun, um diesen Kindern zu helfen. Du sagst, ich möchte diesen Kindern auch helfen. Was möchtest du, dass ich tue?
So erfüllst du automatisch deine Bestimmung. Reinhard macht weiter. Ja, wir leben ein so geistliches Leben, doch auf völlig falsche Weise. Viele Menschen versuchen ständig ihre Bestimmung zu finden. Und das ist jetzt meine Meinung, beziehungsweise das, was ich entdeckt und erlebt habe. Doch eigentlich interessieren sie sich gar nicht für Gott. Sie denken nur an sich. Meine Bestimmung, mein Dienst, was ich tun kann. Vergiss das. Jesus ist deine Bestimmung. In meiner Ehe ist Debbie meine Bestimmung. Und ich muss Debbie nicht erst fragen, was sie will. Naja, manchmal frage ich sie schon, möchtest du vor oder nach dem Mittagessen eine Tasse Kaffee? Aber ich muss sie nicht fragen, was sie sich wünscht, ich weiß es. Wenn ich mit ihr lebe, kenne ich die Sehnsüchte ihres Herzens. Doch wenn ich mich nicht für sie und die Intimität mit ihr interessiere, werde ich nie herausfinden, was ihre Sehnsüchte sind. Schau dir Psalm 37, 4 an. Habe deine Lust am Herrn, und dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Christen haben immer gepredigt, die Bibel sagt, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Aber das stimmt nicht. Die Bibel lehrt nicht, dass Gott dir geben wird, was dein Herz begehrt. Die Bibel lehrt, wenn du deine Lust am Herrn hast, dann ist es die Konsequenz davon, dass die Sehnsüchte deines Herzens erfüllt werden. Denn wenn du deine Lust an ihm hast, werden deine und seine Sehnsüchte eins. Debbie fährt fort. Auf der anderen Seite gibt es auch die Personen, die nur herumsitzen und warten, dass Gott ihnen sagt, was sie tun sollen. Und sie tun ihr ganzes Leben lang nichts für ihn. Sie sind frustriert und traurig und tun nie irgendetwas für den Herrn. Sie sagen ständig, ich will etwas für den Herrn tun, aber er hat mir nie gesagt, was ich tun soll. Doch wenn sie nahe bei ihm wären, würde er ihnen andauernd sagen, was sie tun sollen. Vielleicht ist dein Problem einfach, dass du nicht nahe genug bei ihm bist, um irgendetwas zu hören. Reinhard macht weiter. Und wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann liebe einfach. Steh morgens auf und lass dich von Jesus lieben und dann liebe jeden um dich herum und du bist in deiner Bestimmung, denn Gott ist Liebe. Debbie sagt, im Grunde ist es unsere größte Berufung, anderen Menschen einfach die Liebe zu demonstrieren, die Gott uns ständig zeigt. Reinhard sagt, natürlich, wenn wir nur verstehen würden, dass Gott Liebe ist und es unsere Bestimmung ist, ein Ausdruck dieser Liebe zu sein, in der Beziehung mit ihm und bei jedem um uns herum. Dann hätten wir Frieden. Nächste Frage. Mehrere Personen haben gefragt, was die Bibel über eine zweite Ehe lehrt. Antwort von Reinhard. Tu das, wofür du Frieden in deinem Herzen hast. Ich glaube nicht, dass die Bibel hier eine klare Auskunft gibt. Tut mir leid. Du musst das selbst herausfinden. Debbie ergänzt, wenn du intim und nahe bei Jesus bist, wirst du es herausfinden. Reinhard sagt, aber lass mich dir etwas sagen. Wenn du heiraten willst, um glücklich, zufrieden und erfüllt zu sein, dann heirate lieber nicht. Wenn du nicht glücklich, zufrieden und erfüllt mit Jesus alleine bist, wird eine Ehe dein Problem nicht lösen. Aber wenn du glücklich, zufrieden und erfüllt mit Jesus bist, dann wird sich alles andere so oder so klären. Eine Frage, die Debbie ausgewählt hat.
Dies scheint die logische nächste Frage zu sein. Sie lautet: Wie kann man zu einer intimen Beziehung mit Jesus zurückkehren? Reinhard sagt: Wie macht man das, Liebling? Du hast die Frage ausgewählt. Debbie sagt: Ich würde damit anfangen, das Wort zu lesen und darüber zu meditieren, wer ich und Jesus zusammen sind. Dann wird die Intimität kommen, je mehr du das tust. Mach es also nicht nur einmal, es erfordert Zeit. Du brauchst Zeit dafür. Doch je mehr Zeit du investierst, desto näher kommst du ihm. Das ist meine kurze Antwort. Reinhard: Haha, und jetzt fragt Debbie, ob ich eine lange Antwort habe. Ja, okay. Schau, die Bibel sagt im Johannesevangelium etwas sehr Interessantes über Jesus. Dort steht, dass Gott sagt, er ist sein geliebter Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Gott sagte das über Jesus. Gott und Jesus hatten also eine sehr intime Beziehung. Doch wenn du diese Beziehung in allen vier Evangelien studierst, dann betont Johannes etwas sehr Interessantes. Er sagt, dass Jesus diese enge Beziehung mit Gott hat, weil er immer das tut, was den Vater erfreut. Ich glaube nicht, dass jemand Intimität mit Jesus haben kann, wenn er sein Herz nicht darauf ausrichtet, Jesus zu erfreuen. Du kannst den ganzen Tag lang auf deinem Bett sitzen und darüber meditieren, wie sehr Jesus dich liebt. Doch dann gehst du hinaus und tust das, was dir gefällt, anstatt das zu tun, was ihm gefällt. So wirst du keine Intimität haben. Ich kann den ganzen Tag auf meinem Bett sitzen und von einer wunderschönen Beziehung mit Debbie träumen. Doch wenn ich nicht tue, was ihr gefällt, denkst du, dass ich dann Intimität habe? Nein. Ja, ich glaube an Meditation und an das, was die Bibel sagt. Ich glaube, dass ich durch Meditation mein Herz verändern und erleben kann, wie sehr Jesus mich liebt. Ja. Doch es ist ein wichtiger Schritt zu sagen: Jesus, ich lebe, um dich zu erfreuen. Ich lebe nicht, um Menschen zu gefallen. Ich lebe auch nicht, um mich selbst zu erfreuen. Schau, was Jesus zu seinen Jüngern sagte: Wenn ihr mich wirklich liebt, dann haltet meine Gebote. Und sein Gebot ist zu lieben. Wenn du jedoch nicht darauf ausgerichtet bist, Jesus immer zu erfreuen, wie willst du dann Intimität mit Jesus haben? Das funktioniert nicht. Natürlich wirst du auch versagen, aber wenn du versagst, sagst du einfach: Oh Jesus, es tut mir so leid, ich habe etwas getan, das dir missfällt. Und seine Liebe und sein Blut reinigen dich umgehend und du kannst zur Intimität zurückkehren. Nächste Frage: Gehört das Sprachengebet zum neuen Bund? Betest du überhaupt in Zungen? Antwort von Reinhard: Selbstverständlich ist es Teil des neuen Bundes. Es steht in 1. Korinther und das ist Teil des neuen Bundes. Und ja, ich bete in Zungen. Ich denke, jeder Christ sollte in Zungen beten, denn es baut dich auf, sagt die Bibel. Und das griechische Wort dafür bedeutet, es baut einen größeren Raum für Gott auf. Nächste Frage: Wie kann ich einen Durchbruch erleben und die ersten 72 Stunden des Fastens überstehen? Ich habe es immer wieder versucht und irgendetwas funktioniert nicht. Antwort von Reinhard: 72 Stunden, das sind 3 Tage. Tja, die einfache Antwort ist: Wenn das Essen kommt, verschließe deinen Mund. Aber ich gebe dir noch eine etwas bessere Antwort. Fasten ohne echte Zeit
Mit Jesus in deinem Herzen zu verbringen, ist kein Fasten. Dies bedeutet einfach, dass du nicht isst. Wenn du studierst, was das Neue Testament über Fasten sagt, wirst du erkennen, dass Fasten bis auf eine Stelle nie ohne Gebet erwähnt wird. Das heißt, wenn du versuchst, 72 Stunden lang nichts zu essen, aber keine enge Zeit mit Jesus verbringst, dann fastest du eigentlich gar nicht. Du musst deinen Fokus also viel stärker darauf ausrichten, Zeit mit Jesus zu verbringen, als darauf nichts zu essen. Das Zweite, was ich dich fragen möchte, ist, warum willst du überhaupt fasten? Denn wenn deine Gründe nicht stimmen und du nicht eine sehr starke, selbstdisziplinierte Person bist, wirst du keine 3 Tage lang fasten können. Wir dürfen kein anderes Motiv haben, wie zum Beispiel, ich möchte Gewicht verlieren oder ich faste, weil jeder fastet. Deine einzige wahre Sehnsucht und Motivation muss sein, ich möchte nahe bei Jesus sein. Ich möchte ihn mehr erleben. Ich möchte, dass mein Herz stärker mit seinem Herz verbunden ist. Wenn du erst eine schon fast verzweifelte Sehnsucht nach Jesus hast, ist es nicht schwer, 3 Tage lang zu fasten. Aber wenn dies nicht deine wahre Motivation ist, dann wird es sehr schwer sein. Debbie sagt ergänzend, doch es gibt auch ein paar praktische Dinge, die dir auf dem Weg helfen werden. Wenn ich 3 Tage faste, dann muss ich dies zuerst in meinem Kopf tun. Wenn ich mich nicht mental vorbereite und einfach morgens aufwache und sage, oh, heute faste ich, dann ist das fast unmöglich. Ich sage mir also ein paar Tage vorher, ach ja, in 2 Tagen werde ich fasten. Und am Tag davor sage ich noch einmal, morgen faste ich, vergiss nicht, morgen werde ich fasten. Ich bereite mich mental darauf vor. Und wenn du dann am zweiten Tag angelangt bist und Essen riechst und anfängst, dich auf das Essen zu konzentrieren, weil du so hungrig bist, wirst du ebenfalls versagen. Deshalb musst du auch Kontrolle über dein Denken einnehmen, nicht nur über deinen Körper. Denn Fasten ist nicht nur körperlich. Es ist körperlich, es ist mental, es ist geistlich. Es kombiniert alles miteinander. Wenn du Zeit mit dem Herrn verbringst und dich die ganze Zeit nur darauf konzentrierst, oh, morgen werde ich die erste Mahlzeit nach meinem Fasten essen, machst du es zu schwierig für dich oder du wirst versagen. Du musst also wirklich Zeit verbringen, in der du dich ganz auf Jesus konzentrierst und deine Gedanken zwingst, nicht über Essen nachzudenken. Du sagst, Jesus, ich tue das für dich. Es ist mir egal, ich werde nicht über Essen nachdenken. Und dann schaffst du es. Reinhard fährt fort. Natürlich. Und dann gibt es noch eine einfache Wahrheit, die du unbedingt verstehen musst, wenn du fastest. Wir haben so viele falsche Herzensüberzeugungen. Wir sagen, ich habe Hunger, wenn wir in Wirklichkeit gar nicht hungrig sind. Wir wollen einfach etwas essen. Hunger beginnt irgendwann nach 30 bis 50 Tagen ohne Essen und nur mit Wasser. Doch was haben wir in unserem Leben getan? Wir reagieren ständig auf äußerliche Impulse. Wir sehen etwas und wollen es haben. Wir fühlen irgendetwas in unserem Bauch, irgendein Hungergefühl und wir gehen los und essen. Ich denke, dass wir grundsätzlich einen Lebensstil der Disziplin entwickeln sollten. Dann wird auch Fasten leichter sein. Doch auch wenn du in deinem Leben ständig viel Zucker isst, ist Fasten sehr schwer. Weißt du warum? Weil du abhängig von Zucker bist. In dem Moment, in dem du fastest, bekommst du Entzugserscheinungen von deiner Abhängigkeit. Deshalb ist mein Rat an dich, konzentriere dich nicht darauf, wie du ein 72-stündiges Fasten
durchstehen kannst, sondern überlege dir, wie du einen Lebensstil der Disziplin entwickeln kannst, der Gott verherrlicht und erfreut. Debbie sagt noch, und vergiss auch nicht, wenn du tatsächlich einen schwachen Moment hast, in dem du denkst, dass du es nicht schaffen wirst, dann denke daran, dass Jesus uns den Heiligen Geist als Helfer hinterlassen hat. Ich habe schon geschrien, Heiliger Geist, hilf mir in meiner Schwäche. Und dann glaube daran, dass er dir helfen wird. Nächste Frage. Was kann ich tun, damit mein Kind zum Herrn zurückkehrt und ihn wieder liebt? Antwort von Reinhard: Nichts. Was willst du denn tun? Erzwungene Liebe ist keine Liebe. Gott möchte nicht, dass ihn dein Kind liebt, wenn es ihn nur liebt, weil du etwas dafür getan hast. Wenn Gott das gewollt hätte, hätte er es bereits getan. Gott möchte, dass die Menschen ihn freiwillig lieben, aus ihrem Herzen heraus. Das ist sehr schwer für Mütter zu begreifen. Aber denkst du, dass Gott glücklich darüber ist, wenn dein Kind von ihm weggeht? Natürlich nicht. Doch Gott erlaubt deiner Tochter, diese Entscheidung zu fällen. Deshalb solltest du dir nicht die Frage stellen, was kann ich tun, dass meine Tochter den Herrn wieder liebt? Das ist die falsche Frage. Dies ist die Frage, die du stellen solltest. Was kann ich tun, um ein wahrer Ausdruck der Liebe des Herrn für meine Tochter zu sein? Und dann vertraust du einfach, dass der Heilige Geist an ihrem Herz arbeitet. Lass sie los und versuche nie, sie zu manipulieren, damit sie das tut, was du willst. Sei ein Ausdruck von Gottes perfekter Liebe. Was du tun könntest, ist Folgendes. Du kannst fragen, Herr, hast du eine Verheißung für mich, an der ich mich festhalten kann? Und wenn er dir eine Verheißung gibt, dann kannst du dich daran festhalten und die Verheißung proklamieren und glauben. Das kannst du tun. Aber du kannst nichts tun, damit deine Tochter zum Herrn zurückkehrt und ihn liebt. Denn das muss ihre Herzensentscheidung sein. Nächste Frage. Ich sehne mich danach, mich mit meinen christlichen Geschwistern zu treffen, aber ich habe keine Sehnsucht danach, in die Gemeinde zu gehen. Was soll ich tun? Antwort von Reinhard. Tja, du kannst sowieso nicht in die Gemeinde gehen, denn ein Gebäude ist keine Gemeinde. Eine Gemeinde sind Menschen. Aber ich verstehe deinen Herzenswunsch, du möchtest dich mit Christen treffen. Doch es wird sehr schwer für dich sein, das zu erleben, wenn du dein Denken über Gemeinde nicht änderst. Eine Gemeinde sind Menschen, die gemeinsam unterwegs sind und einander lieben. Ist es gut, wenn sich Brüder und Schwestern treffen? Ja, das ist sehr gut. Also lade sie in dein Haus ein. Aber ich bin kein Pastor. Gut, ich bin auch kein Leiter. Gut, öffne einfach dein Haus und sage, hey, können wir uns treffen? Ich vermisse die Gemeinschaft. Dann lass dir irgendeine Musik aus YouTube laufen, die ihr alle mögt und die Jesus verherrlicht. Ihr verbringt gemeinsam Zeit, in der ihr euch auf Jesus fokussiert. Und dann öffnet ihr einfach die Bibel und ihr lest zum Beispiel eines der Evangelien. Danach sagst du, hey, warum sagt nicht jeder, was Gott durch diesen Text zu uns sagt? So spricht der Heilige Geist durch euch alle. Und wichtiger als alles andere, habt einfach wahre Gemeinschaft miteinander. Vor kurzem war eine junge Dame bei uns zu Hause. Sie ist 22 Jahre alt und studiert Jura. Sie ist die Tochter meines allerbesten Freundes und sie wollte einen Monat mit uns verbringen. Ihre Familie hat die institutionelle Kirche verlassen und sie treffen sich nun in Häusern.
Eine Woche nachdem sie wieder zu Hause war, schickte sie mir eine Nachricht und sagte: Ich vermisse es, bei euch zu sein, denn ihr lebt Gemeinde. Unser Fokus liegt so sehr auf den Versammlungen, aber nicht auf dem Leben. Wir treffen uns mit unseren Brüdern und Schwestern und danach gehen wir wieder nach Hause und leben unser eigenes kleines Leben. Das ist keine wahre Gemeinde. Also lebe Gemeinde. Und wenn du Gemeinschaft vermisst, dann lade andere Menschen in dein Haus ein und habe Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Debbie ergänzt: Und fang mit deiner Familie an. Nächste Frage. Erkläre uns, was der Feigenbaum bedeutet, der verdorrte, als Jesus sagte, keiner wird mehr von seiner Frucht essen. Antwort von Reinhard: Ich weiß wirklich nicht, was es da zu erklären gibt. Jesus verfluchte den Feigenbaum und der starb. Jesus sagte nicht, warum er es tat, Jesus erklärte nicht, was er tat, er tat es einfach. Ich weiß, viele Pastoren werden das perfekt erklären können, die sie werden sagen, dies ist das und dies ist jenes. Aber Jesus sagte es nicht und für mich gibt es da nichts zu erklären. Nächste Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Sie lautet: Was passiert mit dem Geist eines Kindes, das geboren wurde und dann als Säugling wieder starb? Antwort von Reinhard: So wie ich die Bibel verstehe, stirbt ein Kind im Moment seines Todes in Wirklichkeit nicht. Nur der Körper hört auf zu leben, aber das Kind selbst lebt einfach im Himmel weiter. Das ist bei Christen und Nichtchristen dasselbe. Warum glaube ich das? Jesus sagte in Markus 16: Wer glaubt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird nicht gerettet werden, sondern verloren sein. Ein kleines Kind hat jedoch nicht die Möglichkeit, nicht zu glauben. Es kann Jesus nicht ablehnen, weil es kein Verständnis dafür hat. Deshalb glaube ich, dass ein Kind gerettet ist und für immer im Himmel leben wird. Debbie ergänzt: Außerdem gibt es viele Geschichten von Menschen, die gestorben sind, in den Himmel gingen und anschließend wiedergekommen sind. Und sie haben diese kleinen Kinder gesehen, die als Babys gestorben sind, beziehungsweise Fehlgeburten oder ähnliches waren. Und viele von diesen Kindern, die als Babys starben, sind namenlos, denn die Eltern dachten, oh, es ist zu früh gestorben oder es wurde gar nicht geboren, also geben wir ihm keinen Namen. Doch selbst im Fall einer Abtreibung war der Geist des Babys trotzdem dort. Denn es war eine Person und deshalb braucht es auch einen Namen. Wenn dieser Fall auf dich zutrifft, dann kannst du deinem Baby immer noch einen Namen geben. Nächste Frage. Ich werde noch eine letzte Frage beantworten. Ich mache das, weil ich Mitgefühl mit dieser Person habe und weil ich denke, dass diese Antwort vielen anderen Menschen helfen wird. Die Frage lautet: Ich kam aus einem bestimmten Grund nach Sao Paulo und nun fühle ich mich ganz und gar verloren. Ich weiß, dass dies von Gott ist, aber ich weiß nicht, was ich hier anfangen soll. Etwas stimmt nicht, denn ich habe noch nicht einmal das Geld, um Nahrung für meine Kinder zu kaufen. Ich lebe nur von der Gunst meiner Hausleute. Wo fange ich an? Ich habe drei Kinder. Antwort von Reinhard: Schau, ich glaube nicht, dass dies von Gott ist. Ich habe schon hunderte Male, Debbie unterbricht tausende Male, Reinhard fährt fort, oder sogar tausende Male von einer Situation wie deiner gehört. Und jede Person sagte, dies ist von Gott. Nein, es ist nicht Gott.
Nie in meinen 55 Jahren mit Jesus bin ich auch nur einmal die Schritte gegangen, die Gott mir tatsächlich gesagt hatte, und die Dinge liefen schief. Nie, kein einziges Mal. Wenn das von Gott wäre, würde ich diesem Gott nicht dienen wollen. Wenn Gott zu dir sagen würde: Hey, zieh nach Sao Paulo, dort ist deine Bestimmung, und dich und deine drei Kinder dann verhungern ließe und alles ist ein einziges Chaos, was wäre das für ein Gott? Ich sage dir meine ehrliche Meinung. Dein eigenes Herz hat dich falsch geführt. Du wolltest vielleicht das erleben, was andere Menschen erleben, und deshalb warst du unzufrieden mit deiner gegenwärtigen Situation. Du hast wahrscheinlich auf Menschen gehört, die zu dir sagten: Das ist großartig, das ist Erfolg, das ist Sieg. Doch wann immer wir Menschen folgen, wird so etwas passieren. Deshalb kann ich nicht glauben, dass dies irgendetwas mit Gott zu tun hat. Doch was machst du nun an diesem Punkt? Packe deine Sachen und geh zurück an den Ort, an dem du diese falsche Entscheidung getroffen hast und dachtest, dass du nach Sao Paulo kommen sollst. Demütige dich und sage: Ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen. Gott ist gnädig, Gott ist gut. Er wird dir helfen, zum Sieg durchzudringen. So viele Menschen sagten zu mir: Das ist von Gott. Und ich dachte von Anfang an: Oh mein Gott, das wird so schief gehen. Und es war immer falsch. Erlaube deinem Herzen nicht, dich ins Abseits zu führen, weil du denkst, dass dies von Gott war. Weißt du, was ich gelernt habe? Wenn etwas von Gott ist, muss ich nichts erzwingen. Ich muss keine Türen einrennen, damit sie sich öffnen. Ich muss auch nicht um Versorgung kämpfen. Jesus sagte: Kommt und lernt von mir. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Ich bin gekommen, um euch Leben zu geben. Matthäus 11,29 und Johannes 10,10. Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Römer 14,17. Nicht Stress, mangelnde Versorgung und Verwirrung. Es gibt so viele Menschen auf der ganzen Welt, die das erleben, was du gerade erlebst. Geh zurück an den Punkt, an dem du diese falsche Entscheidung getroffen hast, und sage: Jesus, es tut mir so leid, ich mache das nicht mehr. Und hör um Himmels willen auf, Menschen zu folgen, egal welcher Mensch das auch immer ist. Wenn du mir folgst, dann hör noch heute damit auf. Du wurdest für Jesus geschaffen, nicht für mich, für irgendeinen Coach oder für andere clevere Menschen. Alles, was du für ein großartiges, siegreiches Leben brauchst, findest du in Jesus und in keiner anderen Person. Wir lieben euch. Habt einen großartigen Tag. Tschüss. Danke fürs Zuhören.